Ich bin schon seit einigen Jahren selbstständig in meinem Instagram-Account und habe dadurch einige Influencer kennengelernt und natürlich auch das Leben als Influencer selbst kennengelernt. Und heute wollte ich mal so ein bisschen darüber sprechen, wie das im Hintergrund so abläuft und wie es eigentlich so wirklich ist. Erst einmal wollte ich sagen, das wird wahrscheinlich ein One-Cut. Also kann es sein, dass ich mich oft verspreche und das Video irgendwie gar keinen Sinn ergibt und es voll viel hin und her gibt. Zweitens, ich habe irgendwie so einen neuen Haarstyle ausprobiert, sieht irgendwie in echt besser aus als auf der Kamera. Außerdem habe ich neue Ohrringe, die sind echt süß. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte. Ich mache das seit einigen Jahren und ich kenne viele, die das auch gemacht haben. Normalerweise ist es so, man geht in die Schule, man studiert und dann macht man halt irgendeinen Job, der so angeboten wird, was man halt so kennt, ne? Lehrer oder Doktor oder Erzieherin. Es gibt ja alles mögliche, was man machen kann, ne? Naja, auf jeden Fall ist das ja eigentlich immer so dieses Gleiche, was man so sieht, was man machen, was man tun kann und so weiter. Es gibt die einen, die studieren, die anderen machen eine Ausbildung und dann sind sie irgendwo halt angestellt und gehen dem Job nach. Und ich kann nicht für alle sprechen, aber die meisten, die ich kenne, sind relativ unzufrieden mit ihrem Job und generell dem Leben als Angestellter, was ich total nachvollziehen kann, weil es halt irgendwie auch scheiße ist. Ne? Man hat halt gar nicht diese Freiheit, mal einfach mal einen Tag Pause zu machen oder einfach mal zu sagen, okay, heute habe ich irgendwie, heute geht es mir nicht so gut, heute gehe ich nicht zur Arbeit oder ich schlafe heute einfach mal aus und arbeite ein bisschen später. Das ist natürlich richtig schwer als Angestellter, weshalb ich es voll verstehen kann, dass sehr viele damit unzufrieden sind. Also gibt es einige, die sich selbstständig gemacht haben. Ich kann jetzt nicht von allen selbstständigen Menschen reden, sondern eher so von der Influencer-Seite her und ich kann auch nicht von allen Influencern sprechen. Man kann eigentlich nie irgendwas verallgemeinern, ne? Aber ich kann von vielen sprechen, die halt das gesehen haben, dass dieser Job vom Angestellten sein und so weiter irgendwie nicht so geil ist und deshalb sich selbstständig gemacht haben, jetzt so ihr eigenes Ding durchziehen. Erstmal ist es meistens so, dass Influencer nicht sagen, okay, mein Plan ist jetzt Influencer zu werden, sondern es kommt irgendwie automatisch. Man ist irgendwie ein kreativer Mensch, macht irgendwelche Videos, man macht irgendwelche Bilder und ist einfach kreativ unterwegs und lädt das online hoch, hat Spaß daran, ist voll das coole Hobby. Und dann kommen langsam plötzlich so E-Mails von Firmen so, oh, wir haben hier das und das Angebot für dich. Und dann wird man irgendwie automatisch zum Influencer. Nennt sich, glaube ich, eher lieber Creator oder so. Weil wenn du irgendwo hingehst und sagst, ich bin Influencer, sind alle so, ja, du bist Influencer. Das ist schon so ein Ding von wegen, oh, das ist eine ganz eigenartige. Weshalb, wenn mich jemand fragt, so, was ich beruflich mache, weiß ich eigentlich nie, was ich antworten soll. Ich bin immer so von wegen so, ich bin Creator oder ich bin Fotograf oder ich mache was auf Social Media. Das ist immer so meine Erklärung von meinem Job. Und dann wird man irgendwie so zu diesem Creator und lädt Sachen hoch und arbeitet mit Firmen zusammen, macht E-Mails, macht Steuern, macht Bilder, versucht irgendwie kreativ zu sein und macht sozusagen aus dem Hobby den Job. Man ist auch sein eigener Chef, was total cool am Anfang klingt. Aber bei einigen ist das Problem, dass man als kreativer Kopf meist sich sehr viele Gedanken macht. Sehr viele Gedanken über die Zukunft, über das Leben. Was will man eigentlich genau machen? Man verändert sich auch ganz oft und macht irgendwie 3 Jahre das eine und will dann plötzlich eigentlich das andere machen. Aber dann hat man irgendwie so viele Follower aufgebaut auf diesem einen Themengebiet. Was mir zum Beispiel passiert ist, ich habe 3 oder 4 Jahre lang Food Photography gemacht. Bedeutet also, ich habe jeden Tag auf Instagram, ich habe keinen Ring verloren, ich habe jeden Tag auf Instagram Essensbilder hochgeladen. Für 4 Jahre. Und ich fand das anfangs mega cool, das war voll mein Ding und es hat mir mega Spaß gemacht. Und so das letzte Jahr war der absolute Horror für mich, weil als kreativer Kopf gibt es nichts Schlimmeres, als wenn man irgendwo stecken bleibt. Wenn man sich nicht mehr weiterentwickeln kann, wenn man irgendwann an diese Grenze gekommen ist von wegen, okay, und jetzt, ich will Neues, ich will mehr, ich will was anderes. Dann ist man irgendwie an diesem Punkt, wo man eigentlich gar nicht genau weiß, was man eigentlich genau machen will. Und als kreative Person ist das teilweise ein bisschen schwer. Man kann aber sich nicht irgendwie eine kreative Pause nehmen oder so, wenn man von irgendwelchen Algorithmen irgendwie abhängig ist und irgendwelchen Apps, was, wenn man mal logisch drüber nachdenkt, total unlogisch ist. Bei mir war das dann so, nach den einigen Jahren, jeden Tag Essen posten, fand ich's ehrlich gesagt, scheiße. Und dann irgendwas hinzuschreiben wie yay or nay oder sowas wie mögt ihr Smoothie Bowls, weil ich mir gedacht habe, ich habe hier 300.000 Abonnenten. Ich könnte so krasse Messages rausbringen. Wenn ich aber die ganze Zeit immer nur Fotos poste von irgendwelchem Essen, erreicht das niemanden, weil niemand sich die Caption durchliest. Wenn du so Essensfoto postest, liest niemand eine Caption über Selbstliebe, weil das nicht zusammenpasst. Das macht gar keinen Sinn. Ich will aber wirklich was verändern auf der Welt. Ich will, dass Menschen meine Texte lesen, inspiriert werden, ich ihnen helfen kann,
irgendwie, die dann irgendwie glücklicher werden, weil sie an sich arbeiten und generell wirklich etwas verändern. Wenn man aber einfach nur Essen postet, irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, es ist total unnötig, was ich mache. Das ist vielleicht irgendwie Beschweren auf einem sehr hohen Grad, weil ich weiß, dass viele Menschen da draußen sind, die ihren Job total hassen und die so unzufrieden sind, die dann sowas sagen wie von wegen, wie du beschwerst dich jetzt, weil du ein Foto von deinem Essen machen musst. Ich kann es total nachvollziehen. Aber man kann eigentlich nicht wirklich irgendein Leben mit dem anderen vergleichen. Und was bei dem einen zum Beispiel das Problem ist, dass er es hasst, dass er jeden Morgen um 8 Uhr aufstehen muss, ist bei dem anderen das Problem, dass er jeden Tag das Gleiche machen muss und irgendwie nicht wachsen kann und das doof findet. Jeder kriegt sein Leben selbst. Jeder kann sozusagen selbst dafür verantwortlich sein, was in seinem Leben passiert und was er macht. Kann ich aber diesen Gedanken oft nachvollziehen. Genau den Gedanken hatte ich auch schon oft, dass ich mich über Dinge beschwere, die eigentlich unnötig sind. Aber ganz im Ernst, wenn am Ende des Tages es mich unglücklich macht, dann habe ich das Gefühl, dann darf ich auch irgendwie mich darüber beschweren oder mich unwohl fühlen damit. Und dann noch was ändern wollen. Und das ist eben das Ding. Also wenn man unglücklich ist, dann sollte man verdammt nochmal was ändern. Weil willst du wirklich 30, 40 Jahre oder noch länger in einem Job arbeiten, der dich unglücklich macht? Das macht doch gar keinen Sinn. Und dann, also generell dieses ganze Schema, das wir irgendwie so in Deutschland haben oder auch in vielen anderen Ländern haben, von wegen, ja, studieren und dann machst du einen Job und dann musst du in dem Job bleiben, bis du deine Rente damit finanzieren kannst und dann bist du frei, wenn du halt nach den 30, 40 Jahren irgendwann mal frei sein kannst. Und es gibt auf jeden Fall einige Menschen, die ihren Job lieben und das alles cool finden und diesem Muster folgen und da zufrieden sind. Und genauso viel gibt es aber, es gibt wahrscheinlich noch viel mehr, Menschen, die das scheiße finden. Und dann frage ich mich so, warum haben wir dieses Muster? Warum sind so viele Menschen unzufrieden mit ihrem Job und machen es trotzdem weiter? Warum gibt es nicht die Möglichkeit, dass wir Menschen einfach glücklich sind? Ich verstehe das irgendwie nicht. Ich meine, das macht doch keinen Sinn. Warum sollen wir bitte unglücklich sein? Das ist ja nicht der Sinn des Lebens, oder? Ich bin selbstständig geworden und habe plötzlich angefangen, ich habe mit 11 diesen Blog gegründet, habe richtig viel Zeit da rein investiert und habe mich dann mit 16 damit selbstständig machen können. Bedeutet also, so eine richtige Jugend habe ich irgendwie nicht so wirklich durchlebt. Aber ist mein Verschulden. Ich habe so gemacht. Wenn ich jetzt so zurückblicke, habe ich, seit ich 16 bin, fast nur gearbeitet. Ich habe mich nicht mit Menschen getroffen, um mal irgendwie so einen chilligen Abend zu haben. Ich habe, selbst wenn ich es Urlaub genannt habe, ich bin nach Amerika und habe den größten Teil des Tages in Amerika in einem Haus gesessen und gearbeitet. Wer macht sowas? Wer geht 3 Wochen nach Amerika und arbeitet den halben Tag nur dort? Das macht doch gar keinen Sinn. So, wie dumm ist das bitte? Wer macht denn sowas? Ich habe es gemacht. So sah eigentlich es immer aus. Ich habe an Weihnachten gearbeitet, ich habe an meinem Geburtstag gearbeitet. Ich habe an Sonntagen gearbeitet, ich habe eigentlich jeden Tag gearbeitet und habe mir keine freie Zeit gelassen. Wozu hat das geführt? Ich habe ab irgendeinem Punkt mich so unwohl gefühlt und es so gehasst und ich war einfach so unzufrieden mit allem. Und ich glaube, so geht es vielen Menschen in dem Bereich, in dem ich arbeite. Weil wir das Gefühl haben, wir müssen immer mehr machen, wir müssen immer krasser sein und wir geben uns keine Pause. Während jemand anderes irgendwo angestellt ist, in die Arbeit geht, dann nach Hause kommt und dann seine Freizeit hat, gehen wir hin, arbeiten von zu Hause aus, sind aber dann im Dauermodus am Arbeiten. Selbst wenn wir jetzt irgendwie nur hier sitzen und überlegen, wir sind irgendwie immer irgendwo mit drin und ich habe teilweise, wenn ich mir überlegt habe von wegen, oh, ich könnte ja irgendwo hinreisen oder so, war direkt so, okay, wie könnte ich mir einplanen, aus dieser Reise was Geschäftsmäßiges draus zu machen? Ich könnte dort in dem Land viele coole Fotos machen. Ich könnte in dem Land irgendwelche coolen Vlogs drehen und so weiter. Anstatt mir einfach mal zu sagen, nimm dir einfach mal frei. Enjoy einfach mal dein Leben. Mach dir mal einfach eine Pause und mach mal ein paar Tage nichts. Nichts, was mit Arbeit zu tun hat. Das ist etwas, was man als normaler Mensch eigentlich immer bekommt. Man hat eine gewisse Anzahl an freien Tagen im Jahr, denen man nachgehen kann. Und auch wenn wir als Selbstständige eigentlich komplett frei sein könnten und rein theoretisch nur ein paar Stunden am Tag arbeiten müssten und dann immer frei nehmen könnten, ist es aber doch meist so, dass wir teilweise mehr arbeiten als viele andere, die man irgendwie so kennt in so einem normalen Job. Es gibt auf jeden Fall Ausnahmen. Ich will ja überhaupt gar nichts irgendwie über einen Kamm scheren. Und ich will mich auch gar nicht irgendwie groß beschweren. Ich will einfach nur so von der Situation erzählen, was mir so aufgefallen ist. Dass man sich nicht traut, mal freizunehmen, sich nicht
es nicht schafft, mal einfach hinzusetzen und nichts zu tun, weil man sich dann fühlt, wie als würde man die Zeit so in seinem Leben verschwenden. Weil in der Zeit, in der man ja irgendwo sitzen könnte oder mal spazieren gehen könnte, ohne Handy, ohne alles, könnte man auch so viel anderes machen. Man könnte Fotos machen, man könnte Fotos bearbeiten, man könnte Captions schreiben, man könnte so viel tolle Dinge machen. Und das war das, was ich irgendwie verlangt hatte. Und ich habe das im letzten Jahr so richtig gemerkt, dass ich immer am Zwiespalt war zwischen mal eine Pause nehmen, aber dann irgendwie nie richtig eine Pause nehmen, sondern eigentlich irgendwie noch eine Ausrede finden, warum es dann doch eine Arbeit ist. Irgendwie doch nicht der Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens ist doch eigentlich, Dinge zu erleben und einfach da zu sein. Ich meine, Alter, irgendwann sterben wir. Ich könnte morgen sterben. Ich könnte in 3 Wochen sterben. Ich könnte aber auch erst in 60 Jahren sterben oder so. Ich weiß es nicht. Aber warum zur Hölle soll ich mich dann dazu zwingen, etwas zu tun, was ich nicht will? Und das gilt jetzt nicht nur für Menschen mit dem Job, den ich habe, sondern generell Menschen. Warum machen wir das? Warum leben wir eigentlich so, wie wir leben? So nicht der Sinn des Lebens, sich abzuarbeiten und dann nach Hause zu kommen, auf der Couch zu liegen, dann sich darüber zu beschweren, wie scheiße doch die Arbeit ist, und am nächsten Tag wieder in die Arbeit zu gehen. Um sich dann auf das Wochenende zu freuen, das Wochenende dann irgendwie nicht richtig genießen zu können, weil man genau weiß, oh, am Montag geht die Arbeit wieder weiter und dann gehen wir wieder in die Arbeit. Bei mir ist das so gewesen, dass ich das nicht hatte von wegen, ja, yay, es ist Freitag und oh, es ist Montag, weil ich natürlich jeden Tag gearbeitet habe, also gab es für mich nicht irgendwie sowas wie Wochenende oder so oder oh, es ist Feiertag, wie cool, ich habe frei. Das gab es bei mir nicht. Wenn man schon die Möglichkeit hat, diese Chance hat, sich selbstständig zu machen, die eigentlich ja jeder hat, also jeder hat ja die Chance, das zu machen in seinem Leben, was er will, wenn man dem Traum wirklich nachgeht und was dafür macht. Könnte das rein theoretisch jeder. Aber wenn man es dann geschafft hat und in diesem Punkt ist, wo man sagen kann, oh, ich bin jetzt selbstständig, ich habe es geschafft, ich kann es jetzt so durchziehen, wie ich das eigentlich wollte, warum sollte man genau dann, wenn man das schon erreicht hat, sich abarbeiten? Und warum sollten wir uns dazu zwingen, das überhaupt so zu machen? Ich habe teilweise gedacht, ich hätte es nicht verdient, frei zu haben. Weil natürlich auch andere Menschen da draußen sind, die es dann viel schwerer haben. Die haben irgendwelche Nachtschichten oder so oder müssen einen Job nachgehen, der sie unglücklich macht. Also darf ich überhaupt gar nicht mir frei nehmen? Das ist doch eher geil, wenn man hingeht und sagt, ich inspiriere jetzt da draußen Menschen, ich habe es geschafft und du schaffst es auch. Das ist doch viel geiler, zu sagen, boah, ich habe ein richtig geiles Leben, ich habe das geschafft und ich weiß, dass du das genauso kannst wie ich. Warum leben wir nicht so? Warum? Aber das ist generell so ein Ding in der Gesellschaft. Warum sind wir wütend auf andere, die vielleicht etwas Besseres oder Größeres erreicht haben? Warum gehen wir das Ganze mit Hass an und nicht als Inspiration? Im Grunde wollte ich eigentlich nur sagen, dass es so ein Muster bei Influencern gibt, dass man sich erstens total überarbeitet, oft nicht sieht, was man eigentlich schon erreicht hat und immer nur das sieht, was man noch nicht erreicht hat. Vielleicht auch, dass man irgendwie manchmal es nicht schafft, stolz auf sich zu sein oder sich wirklich zu sagen, ja, ich habe das verdient, weil man das mit anderen Leben vergleicht und dann sagt, oh, ich darf überhaupt gar nicht glücklich sein, weil andere nicht glücklich sind. Vor allem auch dieses Weiterentwickeln, dass man Probleme hat, sich weiterzuentwickeln in dem, was man eigentlich will oder irgendwie so lebt, weil man so stecken bleibt in diesem Ding, was man bisher aufgebaut hat und dann Angst davor hat, sich zu verändern. Und Angst vor Veränderung ist als kreativer Mensch extrem schwer und extrem limitierend, weil die Veränderung teilweise etwas erbringen kann, was noch viel besser ist. Und ich finde es auch, muss ich ganz ehrlich sagen, extrem anstrengend, von einem Algorithmus abhängig zu sein. Ein Algorithmus ist nicht sowas von wegen, deine Arbeit ist schlechter geworden und deshalb interessieren sich die Menschen mich nicht mehr dafür. Nein, ein Algorithmus ist, die Algorithmus-Updates kommen und niemand wird deine Bilder mehr sehen, weil sie werden nicht angezeigt. Ganz davon abgesehen, sehe ich teilweise so krassen Hate auf anderen Seiten, den ich gar nicht verstehen kann. Es gibt einige Menschen da draußen, die sind so unzufrieden mit ihrem Leben, dass sie bei anderen irgendwie haten müssen. Ich habe Gott sei Dank noch nicht viel davon erfahren. Also ich habe hier und da mal so ein bisschen was abbekommen, aber bei mir ist es dann so, okay, ich hoffe, dass der Mensch irgendwie glücklich wird in seinem Leben und dann nicht mehr bei anderen haten muss. Aber ich kenne halt voll viele, die damit überhaupt gar nicht umgehen können, was ich ab einem gewissen Punkt auch voll verstehen kann, weil es gibt hier Menschen, die haben Millionen von Abonnenten und bekommt teilweise so krassen Hate, den ich nicht nachvollziehen kann. Ich habe teilweise Nachrichten da oder Kommentare bei anderen gesehen, da war ich echt geschockt irgendwie über die Menschen, die auf der Welt leben. Es ist nicht so von wegen, ja, aber du hast dir doch den Job ausgesucht, also müsstest du auch mit Hate umgehen können. Nein, wir haben uns ja nicht irgendwie gesagt so, ja, ich will Hate abbekommen. Das sucht sich doch keiner aus. Und klar haben wir diesen Job, aber
ich finde, nur wenn man diesen Job hat und Reichweite hat, hat man sich da wohl jetzt nicht ausgesucht, dass man jeden Tag beleidigt werden muss von Menschen. Das ist genauso, wie wir Menschen sagen, ja, wenn du doch ein Sänger bist und voll berühmt bist und Paparazzi dich verfolgen und dann irgendwie du gar keine Privatsphäre mehr hast, ja, du hast dir das jetzt ausgesucht. Nein, die Person ist Sänger oder Schauspieler oder was auch immer, weil das die Leidenschaft von der Person ist. Die hat sich nicht ausgesucht, keine Privatsphäre mehr zu haben. Die hat sich einen Job ausgesucht, der leider damit irgendwie das drin hat. Ja, ich frage mich auch teilweise, ob es da wirklich eine Lösung für gibt, weil ich glaube, so kreative Köpfe, ich glaube, das auch im Generellen, nicht nur bei Influencern, sondern generell kreative Köpfe haben, glaube ich, öfter mal solche Probleme, weil man kreativ ist, hat man viele Gedanken und die Gedanken können manchmal ganz schön nerven und einen überrumpeln und ein bisschen zu viel sein. Ja, das war es gleich auch schon mit dem Video. Ich hoffe mal, das hat irgendeinen Sinn gemacht und ich wünsche einen wundervollen Tag. Bye.